Wir sind wieder zurück bei GTA 5 und wir stehen gerade vor dem Haus von Franklins Tante, wo irgendeine Mission jetzt am Start ist. Ich weiß gar nicht mehr, warum und wieso, weshalb. Ich glaube, aber es hat irgendwas mit... War das mit Palito Bay irgendwas da, wo wir diese Überführung gemacht haben? Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach mal zu unserem Haus, zu unserem Ex-Haus. Oh nein. Thank you. Oh, my N-word, huh? What's up, homie, huh? Oh. Is that how you act, huh, when a friend makes a mistake, huh? No. Really? Man. Oh, no. What? It's just me getting hurt? Is that funny? No, huh? Man. Well, fuck you! I'm gonna put you in the fucking ground, you laugh at me again. Man, calm down. I have met a lot of assholes in my life, but you? Oh, you're not long for this world if this is the way you fucking act. You little jumped up motherfucker! Look, how about this, man? Calm down. It was funny at first, man. I made a mistake. Unfortunately, man, you failed. It was funny, all right? I apologize. I accept your apology. Okay? All right, so let's hug it out. Right? You're so fucking funny, gotcha. Huh? Oh, fuck, no, I'm not funny. Fucking asshole. Oh, fuck, I had a difficult childhood. Damn, man, you all right? I'm just fucking on edge, you know? Look, I love you, right? But I would have just fucking... Look, man, Lester said you had some information for us about Michael. Michael, fuck Michael, I hope he's dead. Man, I know y'all two, man. Come on, man. You two had beef before, but what the fuck happened in North Yankton? Somebody pinched him, man. Who? My friend Ron met these Chinese assholes. They're from Yangshan in China. We had some problems. They mistakenly thought Michael was a human being and kidnapped him. Yeah, and now it looks like they're holding him somewhere in the city. Yes. Come on, bro. Well, go fuck yourself. You want that piece of shit? That's your fucking business, all right? He's dead to me, all right? And chances are, if and when I see him, he's gonna be dead to everyone else as well. Hey, come on, bro, don't do that. You're pushing your luck, pal. What was that? What? What was that? Nothing. Ah! Asshole! Everybody! Assholes! Also ganz Taco ist er nicht. Hey, it's me. What did Trevor say? Man, Michael's being held by a Chinese crew. Because of Trevor. The irony isn't lost. I'm sending you an app for your phone. Michael's cell just came back online. This'll track its signal. It'll work better the closer you get. Be careful. Sure. I told you! He ain't my Gila! Don't try to persuade me, you're not lovers! He's laughing at you, you fucking idiot! You're making a mistake! It costs a lot of money to track you down. I had to coin every favor I could in the Midwest. And then you kill several good men. Good day, huh? Good day. Good fucking day to you! Kill him! Hey, Trevor Phillips isn't coming. Whoa! No, hey! I ain't even gonna make it! Okay, wir wechseln mal zu Franklin. Michael ist in verdammten Schwierigkeiten und wir müssen ihm helfen. Starte Trackify unten rechts im App-Menü des Telefons. Trackify. Okay, so viel Zeit haben wir nicht. Okay, wir fahren aber richtig. Rote Markierung ist Michaels Position. Noch sind wir nicht näher gekommen. Also wenn wir jetzt hier rechts fahren, weiß ich, ob das richtig ist. Doch, scheint richtig zu sein. Passt.
Es muss ja irgendeine Anlage, irgendeine Halle, irgendeine Anlage sein. Zu viel Zeit haben wir nicht. Michaels Leben steht logischerweise auf dem Spiel. Okay, wir müssen hier rechts. So. Ich schätze mal, es ist irgendeine Anlage im Industriegebiet oder so. Ach, Mann. Denn wir bewegen uns gerade ins Industriegebiet. Ich muss aber mein Mikrofon ein bisschen rüberstellen. So. Okay, wir fahren noch weiter geradeaus. Okay, rechts. Hier ist eine Fabrik. Hey, he's in there somewhere. How you get in? Okay. Aufhören. Jetzt müssen wir nämlich Waffengewalt anwenden. Ich glaube, anders da kommen wir da nicht durch. Okay. Okay, super. Schnauze. Wo ist Michael? Freunde. Raus mit ihm. Rette Michael. Okay, wo ist er denn? Wo haben die den hingebracht? Hey, das ist ein Medikit. Zack. Zack. Boah, die Shotgun ist echt mega. Ihr könnt eures chinesisches Fressen behalten, Freunde. Ich höre Michael. Da ist er. Bam. Heute gibt's Hackfleisch. Yo. Krass. Hier, Michael. Wo kommen die denn alle her, Alter? Das gibt's ja gar nicht. Okay, da kommen noch welche, glaube ich. Ich glaube, wir sind noch nicht durch. Aufgepasst. Da kommt noch einer. Sehr gut. Wir rennen nochmal zurück. Aber meine Nase ist schon wieder zu. Wie gesagt, Michael müssen wir noch irgendwie befreien, ne? Kann ich da nicht irgendwie drauf schießen, dass wir den locker kriegen? Ich glaube nicht. Müssen wir irgendwas drücken? Haben wir irgendwo einen Knopf oder so? Hier ist eine Anlage, warte mal. Nee. Auch nicht. Okay, er muss sich scheinbar selbst irgendwie tatsächlich befreien. Oder muss ich auf Michael zurückwechseln? Das kann natürlich auch sein. Nee, geht nicht. Okay. Was macht denn der da jetzt? Der macht gar nichts. Vielleicht hier die Kette? Auch nicht. Hab ich irgendwas nicht mitgekriegt? Boah, der Typ da sieht auch übel aus. Kann ich ihm irgendwie helfen vielleicht?
Nee, das bringt alles nichts. Nee. Wie gesagt, vielleicht habe ich ja irgendwas falsch verstanden. Vielleicht muss man ja hier irgendwas auswählen, irgendwas tun. Aber hier passiert irgendwie nichts. Was ist denn das Missionsziel gerade? Wechsel zu Franklin, finde den Ort, in dem Michael ist, rette Michael. Ja, hm. Also, hab ich doch. Was? Pass auf, zwei Jungs von links. Alter, halt durch. Mach zuerst den Korridor frei. Du musst mir nicht zweimal sagen, wie viele von den Wechseln gibt es denn hier noch. Okay, der Korridor ist aber frei. Das heißt über Michael, du könntest theoretisch gesehen runterkommen. Oder ist hier noch irgendwo ein einziger, der sich hier noch versteckt? Ah ja. Ist das dein Ernst? Sehr nice. Okay, wir kommen. Super Sache von Franklin auf jeden Fall, dass er seinen Kumpel Michael rettet. Finde ich super. Macht Franklin noch viel sympathischer, als er eh schon ist. Ein echt guter Kerl. Und das, obwohl Michael nicht gerade wirklich toll war in den letzten Zeiten. Wieder zu Trevor. Noch zu Franklin, da war ja auch so ein bisschen... Ah! Gestörtes Verhältnis. Ich sollte in Deckung gehen. Ich hätte in Deckung gehen sollen. Scheiße. Das war peinlich bei GTA immer so ein bisschen in Deckung zu gehen. Ich wechsle aber immer rüber zu Franklin. Der hat nämlich die cooleren Waffen am Start. Wie dieses wunderschöne Sturmgewehr hier. Zack. Und er schreit mal wie ein Mädchen. Boah. Bin schon wieder fast tot, ey. Das gibt's doch gar nicht. Tobi, du Noob. Das ist so traurig. Oh cool, Franklin hat seine Schießenfähigkeit verbessert. Siehst du, hätten wir nicht gekriegt, wenn wir nicht hier jetzt als Michael gespielt hätten oder so. Okay, hauen wir ab. Welches Auto nehmen wir denn? Das ist okay. Begib dich zu Michaels Haus. Okay. Ja, natürlich. Es gibt immer diesen scheiß NPC, der einem vor die Füße fahren muss. Immer so. Da gibt es immer mindestens einen. Oh, ich bin falsch gefahren, scheiße. Fucking D. Franklin, baby. I can't thank you enough. It's nothing. Dann kommt die Scheibe irgendwie raus. Oh, danke. From what I heard, yeah, maybe not. We're right. Fucking Trevor. This guy freaks the fuck out on me. We're up there in North Yankee, right? And he goes off on me. He's about to kill me, Franklin, when these Chinese guys show up out of nowhere. Then he runs, and the next thing I know, I'm back in Los Santos on a fucking meat hook. Where, you off the hook now? Yeah, thanks to you. Say, how'd you find me anyway? Did my family look for me? Nah, bro. I think they still away. Me and Lester thought something was up. Then I spoke to Trevor, and he said the Chinese had you. Trevor told you? Shit, not really, but yeah. He told me. No fucking figure. Man, he's angry at your ass. Way more than the normal middle-aged shit that y'all do. Yeah, well, he wants to have it out, Franklin. I got news for you. He knows where to fucking find me. I saved your ass so you could kill one another? I thought we was in business together. The Union Depository. Yeah, that might have to wait, bud. You're all right, though. You got that car thing in the meantime. Actually, I don't got the car thing. Got the last ride and Devin Weston stung us on the fucking pay. He's putting it in an investment fund. Really? Yeah, really. What we gonna fucking do? Hey, look.
An investment fund probably ain't the worst idea. I got this other thing with Weston down at the film studio. We wait to see how that plays out. And then we talk to him about your payment. Man, it sounds like I'm getting fucking screwed. We'll deal with it, Franklin. Jesus, I still feel like I'm hanging upside down from my ankles. Let me just adjust for a while. I'll come up with a plan. Yeah, whatever, man. Ja, der gute Michael ist zum Glück gerettet. Wir haben ihn aus der Scheiße geholt, von den Chinesen befreit. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt. Oh, Backstreet Boys! Was in den nächsten Folgen noch so passieren wird zwischen Michael, Trevor, ja, und auch Franklin. Vor allem das Union Depository, das steht ja auch noch offen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Hey. Sure you don't want to come in? What, your big empty ass house? Dog, I'm depressed enough already. All right. Well, listen, thanks. Look, man, before you go, what the fuck happened up there? I said, Trevor went crazy, tried to kill me, I got jumped by the Chinese. Man, before all that, I'm talking about the feds. Trevor, this guy Brad, man. I know what you meant. All right. Look, I made a judgment call. I don't know if it's the right one. I did what I thought I had to do. I had a young family, Franklin. I was running with a crew of crazy motherfuckers with nothing to lose. I saw an out, a future for me, for my family. I took it. You took it? Man, you burned every motherfucker you've ever known. It was that or die. Look, I know it sounds cold. I don't expect you to understand it. Not yet, but you will. When you got ties of your own. Look, you wake up one day, and your legs, they just give. You just can't run anymore. All right, man, look. You watch your back, all right? When Trevor finds out you're still alive, I don't know what the fuck he gonna do. Don't worry about Trevor. He's not gonna get near me. But hey, you watch your back. You hear me? Dog, it ain't me he coming for. We straight. It's you, dog. It's you. I'm just saying. Bestanden, Frischfleisch, und der gute Michael ist wieder zurück im Game sozusagen. Aber so wirklich glücklich wirken die drei allesamt nicht. Nun denn, wir sind wieder zurück in der Haut von Michael. Und diese Folge ist nun allerdings vorbei und ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir uns der nächsten Mission hier bei GTA 5 widmen. Bis zur nächsten Folge, haut rein. Boah, ja, da musste ich die Folge eben ein bisschen schneller beenden als gedacht. Ich musste nämlich tierisch niesen auf einmal. Boah, und ich hab's zum Glück noch geschafft, das zwischen Endscreen und Folgenende zu machen. Boah, alter Schwede. Naja, ich würde mal sagen, in der nächsten Folge, schau mal, wir haben gerade eine SMS von Lester reingekriegt. Irgendwas mit Freunde vom Burio wollen uns mit bereden. Blablabla, Textilfabrik, blablabla. Schauen wir einfach mal, was wir machen in der nächsten Folge von Let's Play GTA 5. Bis dahin und vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein.